In der letzten Episode. Jetzt hängt er da an dem Mast fest. Tja, Junge, habe ich da jetzt selber diese Elektrizität abbekommen oder was? Das hat sich irgendwie so angefühlt. Echt? Toll, sehr geil. Also wenn man zu nah dran ist, dann erledigt man sich tatsächlich selber. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 110 im Guerilla-Modus. Wir sind hier nicht allein. Wie man hört. Hi. Ja, das war nix, Junge. Na, wo ist der Laser, Fritz? Na, brauchst du doch ein paar Schuss. Oh, du bist doch noch getroffen, nicht? Hey, na, Junge, dein Laser geht doch alles durch. Ja. Junge. Hä? Bitte was? Dein Laser ist stecken geblieben, Junge. Ja. Da hinten rennt noch einer. Hä? Gott. Das waren sie nicht. Ja. Oh ja, muss ich eine Adrenalinspritze setzen? Ich weiß es nicht. Gott. Hat er uns geeint hat. Oh ja, geil. Das nehmen wir und das. Klebstoff. Solche Sachen haben wir alles genug. Oh ja, nichts. War das nicht 5? Oder habe ich mich verzählt? Vielleicht schon. Gut. Oh, endlich mal was Entspanntes spielen. Warum reagierst du nicht auf die 2? Weil wir da nichts drauf haben. Schön, dass die Elk-Sache nicht auf der 2 ist. Ja, ist experimentell im... Ja. Britzelgewehr. Wie viel Munition haben wir da eigentlich? Nicht so viel. Okay. Nicht so wirklich viel. Ja, eigentlich wollen wir ja nach Norden gehen. Nicht zu unserem Unterschlupf. Natürlich nicht. Wir wollen eigentlich hier zum Bunker squadern. Das heißt... nein, das ist der falsche. Hier. Ja. Genau. Halt, bleib mal unten. Es ist, genau, Mitternacht, alles klar. Halt! Da war noch der andere. Nee, war er nicht. War er nicht. Ja, es gibt Halloween-Event, haben sie aktiviert, das, was ich gelesen habe. Und das hat der Armin mir auch geschrieben. Resultiert anscheinend in Crashes ohne Ende. Ich bin mal gespannt, wie wir hier zu reden zurechtkommen. Was ich nicht verstehe, wie man das so verzocken kann mal wieder. Wenn das auch für uns eintritt, wäre das bitter. Weil, ganz ehrlich, es gab keinen Download. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist eigentlich nur, dass sie im Code das schon vorbereitet haben, dass sie gesagt haben, wenn Datum X kleiner und Y größer, dann Halloween-Event. Und dann haben sie sozusagen das X und das Y, Start und Ende des Events gesetzt und dann wird einfach gecheckt, was hast du, was, ich weiß gar nicht, ob das, das Datum, ein Serverdatum geguckt wird von Avalanche selber oder ob das Datum von dem Rechner zählt, das weiß ich gar nicht.
Aber es gab jetzt nicht irgendwie einen Patch oder sowas. Der kommt erst noch. Alle Welt wartet auf Sony. Weil die brauchen extrem lange inzwischen für die Validierung. Microsoft ist da inzwischen schneller geworden. Früher war es so tatsächlich, dass Microsoft mit der Xbox relativ lang gebraucht hat. Inzwischen ist es Sony mit der PlayStation, die so extrem lange brauchen. Naja gut. Aber es sieht wohl gut aus. Tests sind wohl alle erfolgreich gewesen. Und sie haben im Prinzip das Zünglein an der Waage war, dass sie die Kooperation mit Microsoft hatten. Warte, ich gehe mal auf die Exozare. Dass Microsoft gesagt hat, ihr habt Zugriff auf die Spieler. Oh je, das ist aber sehr, sehr weit noch. Das sieht auch aus wie Eingänge, aber das glaube ich eher nicht. Na ja, gut. Zugriff auf die Spieler, Speicherstände oder Reports oder was auch immer haben und das dann nachvollziehen, dann konnte sie es sich nachvollziehen und es war dann tatsächlich das, was sie dann herausgefunden hat, hat dann auch geholfen für die PlayStation-Geschichte. Damit konnten sie dann die PlayStation-Sache auch fixen gleichzeitig, weil es nicht dieselbe Funktion war, sondern weil es dieselbe Lösung war. Für dasselbe Problem, aber halt auf einem anderen System. Aber es war wohl so, dass sie dann wussten, wonach sie gucken müssen. Gut zu wissen. Und mit diesem Patch, also dieser Patch, der jetzt vorbereitet ist, der kommt auf allen Plattformen raus. Also auch für PC wird es einen Patch geben, der auch neue Dinge bringt. Die haben sie natürlich jetzt noch nicht verraten. Was? Das ist natürlich typisch. Das verraten das immer hinterher. Gut, sei es wie es sei. Er ist noch nicht raus. Er kommt wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er schon rausgekommen. Ja, wahrscheinlich. Er ist mit Sicherheit schon rausgekommen. Ich nehme an, dass sie dann... sie machen das meistens Montag oder Dienstag. Ich dachte, ich höre Apokalypse. Hunter Woman. Na gut. Ja, meistens bringen sie die am... Wobei das eigentlich völlig egal ist für Systemic Reaction, wie sich ja das Studio nennt, das sie dann speziell gegründet haben für die eigenen Projekte. Und weil die ja, sie springen ja, es ist ja jetzt nicht so, dass sie da mal so ein Zero-Day-Patch oder sowas bringen. Sowas gibt es ja nicht. Meistens ist es ja so, dass sie den Patch einfach einen Monat später bringen. Und deswegen ist ja, können sie es auch am Samstag rausbringen. Es wäre völlig egal. Na gut. Sei es wie es sei. Wir wollen nach Squadron. Ja, ich weiß gar nicht hier rechter Hand, ob es da Eingänge gibt. Das sieht ein bisschen eckig aus, halt, die vom Relief, die Karte. Also wenn ich jetzt hier so reinzoome, hier ist eine Ecke, hier sind auch so Ecken, aber ihr seht ja, wir gucken genau hin und da ist eigentlich nichts. Nee, das sieht nicht danach aus. Okay. Beim Bunker, meistens ist es ja so, guck mal, der hat zwei Eingänge. Ein Haupt- und ein Nebeneingang. Warum ist hier ein Punkt? Ha. Das zählt mit Sicherheit nicht mehr zum Bunker. Mit Sicherheit nicht. Okay, dann peile ich mal da drüben das an. Ja, Mission. Eide. Ja, nicht nur eine, aber eine, die halt zusätzlich noch irgendwo herumfliegt. Die taucht dann irgendwann auch auf. Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Halloween-Event ist, weil man sind nur Klamotten. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du eine Waffe oder so bekommst oder wieder so eine Semmler oder sowas in der Richtung. Es ist also einfach nur Klamotten und es ist auch exakt dasselbe aus dem letzten Jahr. Wahrscheinlich haben sie nicht mal, dass sie das Jahr abchecken, sondern wirklich nur Tag und Monat fertig. Naja gut. Ich bin eher gespannt tatsächlich ja, was... ist das? Sind wir jetzt schon direkt drüber? Ne, sind wir noch nicht. Das ist erst da vorne, okay. Das ist hier nur so eben, okay. Ich bin eher gespannt, was sie als nächstes bringen, ja. Sie haben gesagt, dass, da ist doch kein DLC dabei. Es kann ja sein, dass sie den in einem Monat dann bringen. Im Dezember. Also sie haben ja gesagt, dass sie an einem dran sind und ich kann mir vorstellen, dass sie da das...
da Dezember irgendwie mitnehmen, sozusagen, dafür. Mal gucken. Mal gucken. Was ist das eigentlich für ein Turm hier? Steht er direkt hier? Ist das, gehört das hier dazu oder ist das da hinten? Ich glaube, es ist da hinten. Okay. Aber die Gebäude sind natürlich auch interessant. Okay, nimm mal die 1 weg, damit wir da erstmal nicht wieder verwirrt sind. Boah, das ist kein Eingang, oder? Das ist wieder nur so eine Einbucht. Da drüben ist anscheinend auch wieder eine Relais-Antenne. Okay. Jetzt ist inzwischen die Eier. Die Mission angezeigt. Ja, hier oben ist es tatsächlich ein bisschen marschiger. Interesting. Ach, das Ding haben sie inzwischen auch mal besser gemacht, weil das war früher einfach so, war fast nicht existent, die Gebäude, die dort waren. Ja, das ist kein Eingang. Okay. Alles klar. Und das heißt, die Mission ist dann wo? Wahrscheinlich in dem einen Gebäude dort vorne. Ja, 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 Squadron. So, wie ist das hier? Also das ist schon zurückgezoomt. Okay, dann geh mal auf den Revolver. Der hat ja nicht so den monströsen Zoom. Ja, von da drin habe ich schon gesehen, da bewegt sich was da. Aber hier vorne ist es eher ruhig. Die zwei Tanks, die sind da hinten. und da drüben ist auch noch ein Tank, ja. Sieht man ein bisschen an der Bewegung. Da wir jetzt nicht hier vorne mit 3 Tanks kämpfen wollen, oder vielleicht auch 4, vielleicht ist es ja ein Doppeltank, man weiß es ja nicht. Wie der andere auch. Kommen wir da irgendwie rein? Nur über den Haupteingang, okay. Vielleicht können wir auch hier drüber hüpfen. Wahrscheinlich schon. Natürlich. Ist doch klar. Nix. Da machst du Fnix. Gott. Oh, so viele Lauferweiterungen. Bitte was? Maschinenpistole. Hä? Zweimal Sturmgewehr und zweimal Maschinenpistole. Das ist ja der Hammer. Ah, die kann man verwenden. Diese so. Die auch. Immer rennen damit. Ja, hätte ich von Anfang an mal die Hohlspitze genommen für den Revolver, hätten wir wahrscheinlich auch da schon 15.000. Echt, mehr ist hier nicht, okay. Gut, wie ist denn das da vorne? Warte mal, wo ist denn der Eingang da? Echt so gut sieht man das, ja, der Hammer. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Halt! Machen wir wieder zu. Ja, dann okay, mach wieder auf. Noch mehr Lauferweiterung. Was ist denn los? Warum gibt es hier so viel Lauferweiterung? Gut, da ich nicht weiß, ich meine, ich verwende die nicht, aber können sie ja trotzdem mal mitnehmen. Gold ist Gold. Eine Zeitung. Ein Rückzugsort. Ein Zeitungsartikel berichtet, dass sich ein Bauernhof in der Nähe für den Krisenfall auf Selbstversorgung eingestellt hat. Oder einstellt. Der Bauernhof Ruskselle ist einer der wenigen modernen Bauernhöfe, die für die Ewigkeit gebaut sind. Mit vielen genützlichen Einrichtungen, darunter eine Windmühle, mehrere Scheunen und ein Schutzraum, der mehrere Familien Platz bietet. Okay. Wenn ich das jetzt auf der Karte sehen wollte, was muss ich da drücken für eine Taste? Natürlich keine. Das ist direkt daneben, okay. Direkt daneben. Müssen wir dann an dem Punkt vorbei? Ich hoffe, er hat es jetzt nicht folgt. Ne, hat er nicht. Gott. Ausnahmsweise. Ach, da drüben ist noch einer. Gott. Ne, das sind Vögel. Ich höre irgendwo einen Sucher, ja. Irgendwo hier. Gut, machen wir ein bisschen Licht. Mond sagt... halb zwei nachts.
Okay, es gibt einen Nebeneingang, der ist auf Rot. Wir gehen über den Haupteingang rein. Oh ja, das ist ja eine gute Schwelle, die sie haben. Ich weiß nicht, wie sie da die ganzen Autos reinbekommen. Echt militärisch. Der andere stand da hinten, okay. Vollmantel. So, eine gute. Spring. Und in die Hocke und wieder raus. Kommen wir denn hier rein? Ah, hier drüben. So ist das. Ein kleines Labyrinth. Ja, ansonsten keine Waffe hier. Das heißt, Erste Hilfe-Set, das nehmen wir gern. Dann nehmen wir einfach alles. Achso, da sollen wir dann weiter. Wir müssen wieder den Generator einschalten. Das kennen wir schon. Oh, hallo. Den hört man tatsächlich nicht. Das ist nur der Lichtschein. Oh, Junge, wo bist denn du? Da. Überhaupt? Ich glaube, wir treffen gar nicht. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ja, das ist der beste Kampf auf jeden Fall. Dass ich nicht noch das PvG genommen habe dafür. Mal auf zu rauchen, Junge. Ich würde gerne sehen, ob... Ein Ulven, naja gut. Das Medikit. Wie bitte was? Okay, wir müssen jetzt mal, ich nehme jetzt mal die, was nehmen wir denn hier? Die Gepist. Du hast die Gepist auf die 2 gesetzt, du Penner. Kannst du das mal sein lassen? Was ist denn immer los mit dir? Ich habe die Maus vor allem auch hier oben, es liegt nicht an der Maus. Ja, das AG4 haben wir natürlich jetzt nicht dabei. Oh, haben wir zu lang gebraucht. Echt, das ist jetzt schon extrem schade. Der was? War er nicht ein Runner gewesen? Der nicht. Stelle die Stromversorgung wieder her. Da drüben ist einer und da hinten höre ich auch noch einen, okay. Der Tick ran oder nicht? Yes, guck mal, wie nah wir ran können. Vor allem die ganze Welt geht ran, gell? Das ist nicht... Das ist so dämlich. Das ist nicht nur der Ausschnitt, das ist die gesamte Welt, die du da ranzoomst. Schön. Das ist ja gut, das funktioniert. Ich bin immer wieder begeistert, wenn das noch weiter funktioniert. Am Notstrom wahrscheinlich. Nächster Junge, hier gibt es keinen Notstrom. Ich habe ja den Generator noch nicht mal eingeschaltet. Wo willst du deinen Notstrom hernehmen? Okay, ich warte noch, bis das halt wieder aufhört mit Rauchen. Dann erst können wir ran. Dauert leider ein bisschen. Ah, schön. Da höre ich doch was ranhirschen. Oh. Erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Die sind aber noch nicht fertig, okay. Okay, hier ist aber keiner weiter. Auch schon drin oder was?
Licht. Echt, was ist das? Achso. Das Licht. Warum sind eigentlich sämtliche Ticks auf dieser Welt verkehrt rum platziert? Ja, viel Spaß da hinten. Ja, vielleicht kriegst du ja die Tür aufgeschossen. Gut, das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit die Kampfmusik dabei. Oder wir stoßen hier noch auf ihn. Hallo, Tick. Hallo, Tick. Hallo, Tick. Ja, was ist eigentlich mit den Herausforderungen? Moment, Moment. Wir schauen gerade mal rein in diese Herausforderung natürlich. Insektenvernichtung. Aha. 500 Ticks. Naja, da müssen wir noch ein bisschen hin. Was haben wir schon geschafft? Die Hunter und die Relais-Antennen. Wir brauchen noch 7 Tanks. 13 Harvester. Oh je, 60 Sucher. Ja, die Ticks natürlich. Und 265 Runner der Phoenix. Klasse. Auch abgesperrt? Auch abgesperrt. Okay. Im Klo anscheinend ist, wahrscheinlich die Hunter da draußen auch, sind auch auf uns aufmerksam geworden. Ah, nee, danke. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange, sehr, sehr oll. Danke. Ganz einfach. Danke, sag ich dir nur. Okay, hier ist nichts, alles klar. Was haben wir hier drüben? Nichts. Auf der anderen Seite? Auch nichts. Aha. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles ist. Ich glaube es irgendwie nicht. Da kommt garantiert nachher wieder... du musst nochmal ran. Da sind spontan 2000 Ticks aufgetaucht. Ach, was schön. Suche im Raum nach Informationen über den defekten Generator. Dann suchen wir einfach mal da drüben. Nehmen wir doch den Zettel, hallo? Hinweis am Generator Squadern. Der Generator ist wieder kaputt gegangen. Ich bin mal kurz zum Notstromraum, um den Notfall-Dieselgenerator einzuschalten. Nichts anfassen, bis ich zurück bin. Arne. Und das Arne röt. Finde und starte den Reserve-Dieselgenerator. Oh, sogar Panzerwehrensgewehr-Munition. 2 Stück. Haben wir eindeutig identifiziert. Was ist hier hinten drin? Ist das der Reserve-Dieselgenerator? Nee, ist er nicht. Haben sie also nicht clever hingestellt. Nee, nee, der ist komplett im anderen Trakt. Ja, am besten du... Schnürst du deinen Wanderrucksack, weil das wird dauern. Ja, bis auf die Rauchmine nehmen wir alles. Der Rauchgranate, Rauchmine, genau. Das drauf und dann auf einmal ist es ganz rauchig. Hier irgendwas Interessantes, vielleicht einfach mal so ein Aktenordner voller Lektüre. Ja, da war die Rauchgranate drin. Die nehmen wir natürlich nicht. Und jetzt Dinge.de sozusagen. Wo müssen wir dann hin? Das werden wir gleich rausfinden. Natürlich immer noch abgesperrt. So, neue Ticks. Ja, tatsächlich. Mhm. Gott. Ist er jetzt draußen oder trabbelt er immer noch hinter der Tür rum? Wahrscheinlich ist er jetzt rausgeglitscht.
Ja, das mit den glitschenden Dingen, das ist halt Tradition in Computerspielen. Junge! Du leuchtest. Oh, ich leuchte, ich bin ganz hell. Kannst du mal deinen Fuß raushalten? Ja. Wieso geht er jetzt auf die Tür? Hey, Junge. Nicht. Gut. Dann nicht. Uff. Jetzt ziehen wir da gut rein. Nee, komm, wir gehen immer von den Kleinen. Da haben wir genug. Oh. Nichts mehr bis auf seine Energiezelle. Das ist natürlich schon extrem ärgerlich. Steht die hier drin oder? Ach so, die stehen auch noch hier drin. Naja, gut. Du stehst in der Stoff, da kommst du nicht durch. Streuung. Kannst du auf die 1 machen? Danke. Ja, also es ist wohl so, wenn du da das volle Magazin hast, dann hast du 250 Schuss. Also kriegst du 40 Schuss mit jeder Stufe mehr mit. Ist schön, wie das auch hier im Display brutzelt. Oh, die Waffe hier. Dann gehört die tatsächlich hierher. Lade erstmal nach, wir wechseln dann wieder auf die gepisst. Das ist nur für Hunter, ist das, brauchst du ein bisschen mehr als hier so eine wildstreuende Waffe. Außerdem gehen wir auf die 2. Warum ist es hier so hell? Oh ja, geil. 29 für den Revolver. Ah ja, danke. Hier ist ja dann noch etwas angenehmer. So, der stand halt hier hinten drin. Er war offensichtlich krank. Achso, da kommen wir nicht durch. Ja, dann muss man raus drum. Ja. Danke. Ist natürlich schon schön, wenn man hier liegt, weißt du? Aber gut. Gesund sein ist ja dann doch die angenehmere Alternative. Echt, hier musst du aufsperren mit Dietrich und wenn du den Skill nicht hast, dann kommst du nicht hier rein. So einfach ist das. Du musst zwei Punkte in, oder ist ein Punkt? Schon wieder Lauferweiterung. Was ist denn das? Ja, das ist der Bunker der Lauferweiterungen. Haben die irgendwas an den Loot Tables geschrieben? Ja, wahrscheinlich mit dem Halloween-Event. Ja, Halloween-Event ist doch ganz klar, das sind dann immer, man findet halt haufenweise Lauferweiterungen. Das gehört zum Halloween-Event dazu in Schweden. Bitte was? Nimm mal den Knopf. Hallo. Was muss ich denn tun? Bin ja froh, dass er noch funktioniert danach. Achso, was ist denn jetzt die nächste Mission? Finde den... Also, okay, alles klar. Feldzugsplan ist mal wieder angesagt. Der ist wahrscheinlich in diesem langen Gang, den wir da drüben hatten, genau. Aber hier haben wir ja noch kleine Räumchen. Da gehen wir gerade mal rein. Da müssen wir nämlich nicht nochmal hierher zurück. Die Dinge stehen hier meistens auf dem Boden, oder? Halt auf diesen Kartons, wollte ich sagen. Den Kisten... Ja, da haben wir ja tatsächlich eingesetzt, um hier überhaupt reinzukommen. Also hier in den Maschinenraum. So was hier. Okay. Geht das dann weiter? Wo geht's denn da hin? Ja, wo sind wir überhaupt dann? Ach,
das ist der andere Eingang. Ach, da ist noch ein Eingang daneben. Der ist dann hier, okay. Das heißt, hier geht es dann auch raus. Ja, okay. Gut. Also hier hätte man... Nee, hätte man nicht. Hätte man nicht reinkommen können. Muss schon da drüben rein, wegen dem... hier ist noch ein Raum, richtig? Ja. Wegen dem Generator. Sonst kommst du da gar nicht rein, glaube ich. Weil solange das... Ja, eigentlich funktioniert das ja schon. Das ist eh lustig. Du kommst hier rein mit Barcodes. Also brauchst du ja irgendwo Elektrizität. Und den Generator musst du aber erst einschalten, wenn du da drin bist. Anscheinend gibt es da so einen eigenen Generator dafür. Okay, dann haben wir zumindest die Sektion mal abgeschlossen. Bleibt natürlich trotzdem in der Hocker. Gibt es da vorne noch weiter? Nee. B1, und wo geht's da drüben hin? Müsste ja eigentlich auch zu B1 gehen, oder? Nee. Abgesperrt. Nee. Wo ist das jetzt? Ach, das ist der Nebeneingang am Haupteingang gewesen. Okay, alles klar. Gut, hätten wir das auch rausgefunden. Dann hier rein. Okay, da drüben ist das dann nicht anscheinend. Oder doch? Nee, anscheinend nicht. Ist das dann hier drin oder was? Nee, anscheinend auch nicht. Noch so ein Generatorraum. Okay. Gut. Was ist hier für eine schöne Waffe drin? Manchmal hat man das Gefühl, man ist nicht im Marschland oben. Sondern eher irgendwo noch im Ackerland oder so. Gut. Üben war doch gar nichts, oder doch? Bin ich da jetzt falsch? Nee, hier ging es ja nur runter. Ja. Nee, nee, wir müssen da schon wahrscheinlich runter an diesem großen Gang. Also da vorne noch links. Ist wahrscheinlich noch ein Stückchen hin. Ah ja, hier drin ist das. Und was ist da vorne? Okay, da geht's dann weiter. Gut. Ja, hier gibt's schon wieder tonnenweise Ticks. Okay. Gut. Das war ja eine schöne Quote. Hört nichts, aber das war vorhin bei dem einen Runner am Eingang auch so. Da hast du auch nichts gehört. So. Hermelinen, da är Olof Tore 2. Vi har fortfarande en trasig bil vid Östertörnsbron och helt stilla stående kö. Vi uppmanar folk att återvända till sina evakueringsplatser. Kom. Hermelinen, Hermelinen, vi har inkommande eld, riktning syd, bekräfta visuellt. Nu det. Herregud. Vad i helvete? Blomberg! Position höger! Ladda pansarskott! Eld! Hermeliner, vi tar ställning i skogen nära brons sydända. Vi har inkommande eld. Vi har slut... Uppfattat skvaden. Fientlig eldgivning vid östra porten besvarar. Observera, vår beredskap är undermålig. Huvuddelen av bataljonen har ännu inte rapporterat in. Fiende siktad även med södra hotfältet nu. Okänd angripare, det är... Det ser ut som någon form av obemannade stridsmaskiner. De har nått radiomasten. Vi kan inte hålla dem tillbaka.
Gut, okay. Das war alles. In der, die Brücke und die alte Garde. Nee, nee, Verfolgung beenden. Echt? Geht's hier nach Indien? Unterschlupf freigeschaltet. 2850 EP. Ja, weil wir diese Feldzugsplan-Geschichte, also diese Kommandobunker-Netzwerk jetzt auch mit hatten. Das ist jetzt auch mit weg. Genau, ist abgeschlossen. Das heißt, Fertigkeiten. Es ist noch ein Stückchen. Aber gut, wir haben ja den einen Punkt noch nicht mal gegeben. Gut, jetzt hat er wieder, ja natürlich, gerade wieder eben hier die Brücke. In der Schusslinie, ach so. Okay, was ist dann hier? Nur die Plünderer, gut. Munition, da haben wir ja doch ein bisschen was bekommen. Wieder, wir schon wieder 30 Geschosse dabei, sehr schön. Haben wir hier was? Ja, Granaten und Landminen. Plünderer hat auch gut gelitten. Und eine goldene Lauferweiterung für Maschinenpistolen. Ich bin immer gespannt, ob sie mit dem Update das Wichtigste bringen. Was da ist. Wieso bist du gerade auf die 2 gewechselt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was hast du jetzt wieder verfolgt? Warum wird das da drüben angezeigt? Die alte Garde. Weil wir schon zu nah sind wahrscheinlich. Okay. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Vorsicht, Kopf. Das ist die Unterschlupfe. Das sind die Unterschlupfe. Gut. Na komm. Wenn ich doch die E-Taste drücke. Da hinten, okay. 157, sehr schön. Da kommt ja was zusammen für den Revolver. Noch eine Krankenstation, okay. Oh, guck mal, hier gibt's Klopapier. Tja, war ja gestern mit meiner Frau hier bei uns im Einkaufszentrum, im Kaufland gewesen. Weil die da halt auch eine bessere Auswahl gerade an gutem Fleisch haben. Und die Brandenburger haben am heutigen 31. Schon wieder Lauferweiterungen. Also, Avalanche, ich weiß ja nicht, aber ihr habt echt den Knall nicht mehr gehört. Das kann doch nicht sein. Ich krieg da echt... Jedes Mal, wenn ihr irgendwo was anfasst, verzockt ihr dann einfach wieder so wahnsinnig viele andere Dinge. Na gut. Zumindest weiß ich, wie ich die Folge nenne. Und, ja. Die haben... Ohne Worte, Leute. Oh, echt mal nützliche Dinge. Die und die. Alles klar. Mir nicht. Ja, die haben heute Feiertag. Reformationstag. Deswegen waren die da gestern tonnenweise, auch im Kaufland, unterwegs. Und ich habe nur ein Ehepaar, die stand halt gerade vor dem Toilettenpapier, halt überhört, weil ich da auf meine Frau gewartet habe. Die hat dann nämlich auch was gesucht. Künstliche Nägel gelb. Nee, das hat sie nicht gesucht. Und Bauplan. Ein feuerfestes Hemd. Gott. Na, immerhin. Und, da meinte er nur so, guck, hier gibt's Toilettenpapier. Hm, sollten wir da noch was mitnehmen? Da meinte sie, ah ja, es wird schon besser, jetzt sind wir schon bei Blau. Sehr schön. Violett ist unser Revolver. Und sie meinte, nee, wir haben genug zu Hause. Und dann meinte er, komm, wir nehmen trotzdem was mit. Sicher ist sicher. So, dann weißt du genau, wieso es kein Toilettenpapier mehr gibt. Weil die Leute einfach kaufen, obwohl sie genug haben. So, was hier drin? Keine Lauferweiterung. Ach, verdammt. Die wollte ich doch gar nicht. Die Vollmantel. Müssen wir irgendwo wieder einbunkern.
Aber da finden wir was. Ist kein Problem. Nehmen wir doch einfach hier. Genau. Da werden sich da zwar wundern, was die da hier drin machen, aber wen stört's? Alles übertragen. Dankeschön. Gott, was hier oben drin? Da können wir gerade wieder vollmachen. Gut, wir hätten es auch hier reinpacken können. Tja, zu spät. Okay. Ne, da haben wir schon geguckt. Genau. Hier geht's weiter. Hey, brauchen wir noch Lauferweiterung? Wie ist denn das? Ich weiß nicht, wie viele es waren. Ich mach's mal so. Ich zähle das mal während des Schnitts. Und wenn wir den Bunker verlassen, blende ich das mal ein, wie viele Lauferweiterungen wir gefunden haben. Also das waren wir schon, genau. Das muss nicht nochmal gezählt werden. Dies nur als Info für den Schnitt, Tobi. Ja, das nehmen wir beides. Strickmütze Pink hatten wir zwar schon, aber doppelt hält besser. Gott, nächste Pennecke. Ja, Kompensator, genau. Das gibt's halt auch noch. Aber nicht so häufig wie die Lauferweiterungen. Gott. Da vorne müssen wir hin. Noch zwei Räume. Dann sind wir hier tatsächlich mit dem Bunker durch. Der war tatsächlich relativ kompakt. Relativ übersichtlich. Da gab es auch schon an. Oh. Oh, hey. Ein Schalldämpfer. Interjacke braun. Ja, ich bin mir gar nicht mal so sicher, wo man die... diese Halloween-Klamotten findet. Mir persönlich ist das ziemlich Wumpe. Ich habe auch die Klamotten-DLCs nicht gekauft, weil das ist zwar mal geckig, das zu machen, aber das ist für mich wie im realen Leben. Im Durchschnitt muss die Kleidung einfach nur passen. Warm halten oder kühl halten, je nach Jahreszeit, und der Rest ist mehr oder weniger egal. Ich kaufe nur manches Mal Klamotten halt von irgendwelchen YouTube-Kanälen, denen ich halt seit Jahren folge, um es einfach ein bisschen zu unterstützen. Wenn sie mal wieder ein cooles Motiv haben. Ah, da drüben gibt es noch die A1. Na, da jetzt bin ich aber gespannt. Es ist ja eh noch Nacht, ich meine. Hallo! Wunderschön. Ja, da denkt man, ist hier fertig, aber nichts da. Nichts da. Ja, das sieht man wieder nicht. Ah ja, es war ein Einschlagsloch, wollte gerade sagen. Ist das von uns oder war das schon? Komm, Junge. Genug geraucht für heute. Okay, komm. Medikit und dann hier auf die Elks sozusagen. Da ist er. Gott. Ja. Nicht einfach hier in irgendwelche Räume reinrennen, wenn man da noch gar nicht war. Nee, danke. Haben wir ja verwendet. So, zoomen wir mal wieder mit die Welt ein bisschen ran. Oh ja, geil. Oh ja. Yes. Ich bin aufs Mausrad gekommen, okay. Stellen wir den Zoom zurück. Danke. Nur das Medikit. Da sehe ich wieder was Interessantes. Wo geht das hin? Eins her. Ne, zwei her, Entschuldigung. Ich hab's schon besser drin, aber so hundertprozentig halt dann doch nicht. Ja, unter der Woche bin ich jetzt auch nicht dazu gekommen, Generation Zero weiter zu spielen. Dafür mal The Outer Worlds kam ja raus, mal angefangen. Ich muss dazu sagen, so hundertprozentig. Wo ist das jetzt? Ach, hier drüben, ah.
Also hundertprozentig verstehe ich das aber nicht, warum das... Also bisher, ich meine, es war jetzt erst eine Stunde, die ich im Spiel bin. Hallo? Genau. Ja, das ist der bewachende Tank, okay. Weißt du was? Wechseln wir auf die Vollmantel. Das macht sich besser beim Abschießen von den... Schön, dass du wieder zurückgezoomt hast. Ist wichtig. Was ist eigentlich für ein gelber Punkt daneben? Das reicht trotzdem nicht. Das sind übrigens zwei Tanks, ja. Gott. 1500 Punkte extra. Okay, jetzt können wir wieder runter. Ja, also hundertprozentig habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert, warum das so. Also ich persönlich finde, es ist eigentlich eher mehr oder weniger durchschnittlich. Ich weiß, dass es Obsidian ist. Und Obsidian hat ja Fallout New Vegas gemacht, was ja hochgradig gut bewertet wurde. Gut, ich sag mal so, sie haben sowieso einen relativ harten Stand bei mir. Die müssen da sehr hohe Ansprüche erfüllen, weil, naja. Kampf geflohen, okay. Ich hoffe, die Tanks wissen das auch. Wegen dieser Epic-Geschichte, die sie da gezogen haben. Also Private Division war das, glaube ich. Der Publisher. Die haben halt da dieses ein Jahr exklusive auf Epic Game Store, obwohl es eigentlich schon auf allen anderen Kanälen, ich glaube Xbox und Microsoft, ich weiß gar nicht, ob das kann man durchschießen, das ist echt der Hammer. Was ist das? Das ist ein Hunter, okay. Ist das hinter uns? Ah ja, das ist der Tank hinter uns, okay. Ist der das oder was? Ja, das ist er tatsächlich. Tatsächlich. Ja, aber wir haben jetzt nicht so die perfekte Waffe dafür. Gott, jetzt schießt er, glaube ich. Da steht er, okay. Ja, aber man sieht ja gar nichts. Ist übrigens in den Kampf eingetreten. Er ist jetzt ganz aufgeregt. Das war er vorher nicht. Ja, komm, geh auf den Teilmantel. Ach nee, das ist die falsche. Warte mal. Was kann man denn da nehmen? Vielleicht hier die experimentelle Maschinengewehr. Hast du es jetzt, Gott? Oh, wie schön das flimmert. Oh, schön. Apokalypse Hunter. Ist die hier drin? Wunderschön. Uff. Junge, ist keiner. Ich sitze hier. Achso, ich schädige mich wieder selber. Das ist natürlich schon geil. Ja, Junge, das funktioniert nicht unter Tage. Hm.
jetzt rein. Oh ja, da ist er ja. Gott, jetzt haben wir noch mal genügend Zeit zum Nachladen. Ja. Jetzt ratet mal, warum das Bunker heißt. Stehen die wieder auf dem Dach? Ja, das würde mich nicht wundern. Ah ja. Gut. Ja, oh, wunderschön hast du es gemacht. Wieso schießt er da drüben hin, wenn da doch gar keiner ist? Kämpfen die sich selber gegenseitig. Oh ja, 100. Ja, die kommen nicht durch den Zaun durch. Tschüss. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir so 100%ig rauskommen. Ja. Ich hätte vielleicht das Tor aufmachen sollen vorher. Wie ist denn das eigentlich? Nur mal, warte mal, wir gehen mal ganz nach hinten. Das ist ein bisschen sicherer. Stellst du dann das Gewehr auf? Nö. Weil das ja so Füße vorne dran hat. Ja, ist tatsächlich dran, okay. Komm, mach schneller. Ja, natürlich. Und nochmal draufhämmern. Das ist echt der Hammer. Was kennt ihr? Irgendwas durchgerannt. Irgendwas ist durchgerannt. Steht da drüben oder was? Wahrscheinlich. Lass mal erstmal rankommen. Ja, die Tanks sind hier auch fröhlich am Herumstampfen. Da. Was jetzt? Was ritzelt eigentlich da oben? Ja, also wirklich gut ist das von hier aus nicht. Hallo. Du kannst ruhig hier bleiben, das ist schon okay. Gut. Kommen ja wieder ein paar Hunter dazu, in Anführungsstrichen. Leider nicht. Das Militär zählt schon lange nicht mehr.
Warte, geh nochmal dahinter. Seid ihr jetzt davor oder was ist hier los? Ne, sie sind direkt drüber. Schön zu hören. Off. Hat er gleich hinterher geschossen. Okay, komm. Ach, hallo, ist hier runtergeklitscht. Gut, dann gehe ich mal ganz nach hinten. Ja, leucht mal hier rein, komm. Hier stehe ich. Ja. Das denn? Okay. Ja, der Sucher ist schon längst abgedüst. Eieiei. Gut, Medikit daher. Wieder auf die 1 zurück. Funktioniert so nicht. Über große Distanz ist es echt schwer, bei Nacht sowieso. Wie viel Medikits haben wir noch? 36. Okay, dann gebe ich erstmal ein mittleres und ein kleines. Gut. Das alles wegen der Relais-Antenne läuft. Habe ich nicht nachgeladen anscheinend. Ist jetzt hier drin oder was? Nee. Die sind direkt drüber. Ja, hier ist man jetzt ständig verwirrt. Leute, was seid ihr denn? Das ist echt ein dämlicher Kampf hier. Go.
Gott, da war es zumindest mal kurz hell. So, was ist hier drin? Wollte ich nur mal gucken. Was leuchtet da vorne gelb? Achso. Tja, Junge. Jetzt stehst du daneben. Ja, wie der Runner auch hier runtergekommen ist. Wahrscheinlich ist er gefallen. Ja, der Kampf ist etwas aussichtslos. Steht er denn? Da. Naja, das sieht man so leider nicht. Er guckt da oben rum. Was ist denn hier? Ich sehe nichts, aber ich werde auseinandergenommen. Es hat nicht funktioniert. Tja, Junge, das war schon besser. Tschüss. Okay, bleib da oben liegen, alles klar. Waren das die Handhalle? Ich habe das Gefühl, noch ein Runner irgendwo ist unterwegs. Danke. Ne, das ist nur ein Busch. Wo sind die? Sie stehen anscheinend nicht direkt am Zaun. Das sind also keine Zaungäste, keine ungebetenen Zaungäste. Ja, nee. Drin ist der andere Tank. Echt? Rennen die jetzt beide da aufs Dach, oder was? Komm, gib mir die 5. Ja, der ist nämlich nur gelb da oben. Alt ist die falsche. Kämpft sich durch den Wald durch. Tja, Junge. Da müssen wir die Spalttaktik wieder anwenden, hier oder was? Wie ist denn das eigentlich, wenn du mir die experimentelle Klauke mal gibst? Eine 3. Oh, Junge. Drüben irgendwo. Gut. Das funktioniert wieder hervorragend. Ich sehe das schon. Ja, bei der Schulterwaffe vor den Apokalypse-Huntern, da ist immer schön hier, ich wollte ja schon auf der Klauke bleiben. Aber auch nicht mehr so wirklich viel Munition davon.
Und schießt er nochmal Maschinengewehr oder nicht? Okay, das ist Maschinengewehr, oder? Das ist der obere Tank jetzt, oder was? Ja, tatsächlich. Wo ist denn dieser scheiß Runner da oben? Gott. Wir sind immer noch nicht mit den Runnern fertig. Mist. Hör auf zu wackeln. Ich kann nicht zielen, wenn du darum wackelst. Natürlich todsicher hier. Mist, Penner. Ich hab dich überhaupt nicht eingeladen. Was ist denn das? Was ist denn hier schon wieder? Ach ja, wunderschön. Das hört ja nie auf. Also, krieg dann in den Popo getreten. Na, laden wir da erstmal in Ruhe nach. Bin schon froh, dass sie das nicht überlaufen lassen haben mit der Nachladerei. Das beide oder nee, wahnsinnig. Man hörte den noch scannen. Steht an der Ecke, echt? Gott. Und es kommt immer noch mehr ran. Meine Fresse. Ist jetzt mal fertig mit Rauchen. Was ist denn das? Die kann ich tatsächlich gebrauchen. Der Tank da oben, der freut sich. Mensch, lass mich doch mal in Ruhe hier die Anna erledigen. Ja. Komm schon. Kommt der hergerannt oder nicht? Oder wieder was? Ja, kommt, okay. Alles klar. Na komm, gib mir die Klauke. Ist wahrscheinlich besser, da steht er. Nein, das war der Falsche. Danke. Hat er aber noch nicht erledigt. Er steht hier. Ich habe schon wieder einen Hunter gehört. Okay, das ist hier so eine never-ending Story. Machen wir es in der nächsten Folge weiter, weil sonst läuft mir die Folge über. Uff. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Ich bin mal gespannt, wie weit wir mit der Munition kommen. Ob wir es schaffen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.